Das ist unser Emmy-Steri UVC LED. Das heißt, in diesem Gerät können wir alles das abtöten, was unsere Ultraschallgeräte noch nicht töten. Wenn wir unsere Instrumente im Ultraschallgerät gereinigt haben, dann machen wir hier unser Emmy-Steri auf und können alles dort hineinpacken, um 99,99% der Bakterien, Viren und Pilze zu töten. Das Gerät ist folgendermaßen aufgebaut. Wir haben im Deckel 8 UV- und LED-Lämpchen. Und wir bewegen uns mit diesen LED-Lämpchen in einer Nanometerzahl von 365 und 280. Dann haben wir am Boden einen Spiegel. Dieser Spiegel ist gedacht, damit das Licht nicht nur von oben auf die Instrumente erscheint, sondern auch rundherum und wirklich überall die Bakterien, Viren und Pilze abgetötet werden. Es gibt eine Halterung in dem Gerät, wo wir unterschiedliche Ausbuchtungen haben, um auch kleinere oder größere Instrumente hier reinlegen zu können. Ich zeige euch das einmal, wie das geht. Wir legen dann einfach unseren Spatel zum Beispiel dort hinein, dann unseren Pro-Pusher, der kommt da rein. Auch die Bits kann man ganz toll dort reinlegen. Und ihr seht, dass ich Handschuhe trage, denn wenn etwas aus dem Ultraschallgerät kommt, dann sollte ich es nicht mehr mit meinen Händen anfassen, weil dann verunreinige ich es wieder. Ich kann die Modellagenadel reinlegen, aber auch das, was momentan so beliebt ist für unsere Hygienefeilen, das Fileboard. Habe ich alles reingepackt, schließe ich einfach den Deckel, drücke dann die Starttaste und dann erscheint eine Sprachmeldung von dem Gerät. Jetzt braucht das Gerät ganze 3 Minuten, das ist also mega kurz. In diesen 3 Minuten scheint das UV- und LED-Licht auf die Instrumente und alles wird abgetötet. Währenddessen das jetzt hier arbeitet in den 3 Minuten, verfärbt sich sogar unsere Halterung. Und das werden wir euch auch gleich zeigen. Das wird richtig schön rosé, mögen alle Mädels. Sollte es jetzt der Fall sein, dass ihr denkt, Mensch, ich muss da noch was mit reinlegen, dann macht ihr einfach den Deckel auf. Das Licht geht sofort aus. Das ist auch ganz wichtig, weil wir dürfen in dieses Licht überhaupt nicht hineinschauen. Ist nicht gut für unsere Augen. Licht geht aus, ich kann das wieder dazu packen. Dann drücke ich wieder den Startknopf und es läuft 3 Minuten. Diese 3 Minuten sind schon Pflicht, damit 99,99% der Viren, Pilze und Bakterien nicht nur getötet werden, sondern man sagt, auch die DNA richtig zerstört wird. Man sieht hier jetzt, wie der Kreis rumläuft und wenn er dann oben wieder angekommen ist, dann ist die Einwirkzeit vorbei und dann zeige ich euch gleich das rosifarbene Teil dort drin. Nun öffne ich den Deckel und wir schauen hier hinein. Ich nehme die Instrumente natürlich mit dem Handschuh raus und habe dann eine saubere Unterlage, wo ich sie deponiere. Sollte ich sie nämlich mit den Händen rausnehmen, dann ist die Sterilisation für die Katz. Und hier sieht man noch ein bisschen rosé eingefärbt. Das wird wieder ganz weiß, aber das rosefarbene zeigt mir eben an, dass das Ganze hier funktioniert hat.